Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner Küche. Schön, dass ihr da seid. Heute möchte ich mit euch die versprochenen Kürbis-Pancakes machen. Habe ich doch letztens schon ein Video gemacht mit Kürbispüree. Habe ich da. Und das Rezept ist wieder aus dem Mix. Und jetzt schaue ich einfach mal, wie mir das klappt, weil ich kein Haferflockenmehl oder Mandelmehl habe. Aber ich habe jetzt normale Haferflocken und jetzt probiere ich einfach, dass ich die mahle und wahrscheinlich, denke ich mal, klappt das auch, wenn es ein bisschen kerniger ist. Ist ja auch nicht so schlimm. Gut, man braucht dazu 30 Gramm Haferflockenmehl. Ich nehme jetzt da normale Haferflocken. Und ich mache jetzt gleich mal ein bisschen mehr. Ich tue jetzt einfach ein bisschen mehr rein. Ich habe jetzt da so 60 Gramm drin. Die versuche ich jetzt mal zu mahlen und schauen mal, ob das gelingt. Einfach auf Stufe 10. So, das war jetzt ungefähr so 40 Sekunden. Je nachdem, wie fein man das will. Und ich finde, es schaut ganz gut aus. Was sagt ihr dazu? Kann man das gut sehen hier? Also, ich fülle jetzt um. Ja, wahrscheinlich kann ich die nochmal gebrauchen, wenn die Pancakes super sind. Dann mache ich mit dem nicht nochmal. Gut, also, ich brauche jetzt da 30 Gramm von denen, von dem Mehl. Oh, das schaut echt geil aus. Das ist wirklich richtig gut. 30 Gramm. Ich tue das mal wieder aufs Messer drauf. Gut, dann brauche ich dazu 100 Gramm Kürbispüree. Das schaut wirklich super aus. Das habe ich letztens gemacht und habe es einfach so gegessen. Das war wirklich lecker. Also 100 Gramm. Ich nehme nur meine externe Waage, weil mir das zu umständlich ist da oben drauf. Also 100 Gramm Kürbispüree. Ja, das sind so, ja, ungefähr so 3 Esslöffel. Dann kommt dazu ein Kürbisgewürz. Das habe ich selber gemacht. Da ist drin gemahlene Nelken, Pfeffer, Zimt, Ingwer gemahlener und Muskatnuss. Genau. Da bloß ein bisschen, also da kommt jetzt dazu 1/4 Teelöffel. Also wirklich, das ist ganz wenig. Das ist wirklich nur minimal. Weil ich habe das Kürbispüree an sich auch schon ein bisschen gewürzt. Und 1/2 Teelöffel Backpulver. Ich kaufe Backpulver immer im Großpack und tue es mir dann abfüllen, weil ich das mit den Päckchen so blöd finde, weil dann immer die Hälfte schmeißt man weg. Gut. Und 2 Eier. Wird jetzt dann 1 Minute Stufe 5 zu einem Teig vermengt. Also Stufe 5. 1 Minute. So, ich habe es auf Stufe 4 runtergedreht und ich habe es schon mal in der Pfanne hergerichtet. Dann erhitze ich einfach ein bisschen Öl. Man kann da wirklich jede Art von Kürbis nehmen für das Kürbispüree ab. Ich habe jetzt dann Hokkaido genommen, man könnte einen Butternut nehmen oder was auch immer, aber keinen Zierkürbis. So. Also das ist jetzt so ein Teig geworden. Etwas flüssig ist er, aber es ist ganz okay. Ich lasse ihn jetzt natürlich ein bisschen stehen, bis mein Öl heiß ist. Und ich befürchte, dass ich da noch ein bisschen Salz reinbrauche. Aber das kann ich ja jetzt mal probieren. Am Deckel habe ich auch noch ein bisschen was. Ja, schmeckt relativ neutral. Ich tue noch ein bisschen Salz dazu.
Weil diese Rezepte sind eigentlich immer relativ salzarm. Und aber ich bin ein bisschen Salz-Fan, gebe ich schon zu. So, mal kurz nochmal Stufe 4. So. Da freue ich mich jetzt drauf. Bin echt gespannt, wie die schmecken. Habe ich noch nie probiert. Und da ich auch gerne mal was Neues ausprobieren. Vor allem, wenn mein lieber Mann nicht da ist, weil für den ist es natürlich nichts, weil er braucht Fleisch, Fleisch, Fleisch. So, jetzt ist mein Öl dann gleich heiß. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich dann meine Dunstabzug ein bisschen anschalte. Also ich muss sagen, meine Maschine im Eck hinten ist perfekt. Ich hoffe, ihr könnt das auch mal gescheit sehen, weil manche sagen, man sieht das nicht so richtig. Aber ich bemühe mich, dass ich den Topf lang reinhalte und dass jeder da ein bisschen was erkennen kann. Gut, also steht jetzt da, man soll Backblech auslegen mit Backpapier und das Ganze warm halten. Das mache ich nicht, ich esse gleich. Weil lieber hebe ich mir ein bisschen Teig auf für später und esse später noch was. So, jetzt könnte das Öl heiß sein. Jetzt steht da, einen gut gefüllten Esslöffel Teig. Jetzt merke ich jetzt dann gleich, ob der Teig zu flüssig ist und ob ich noch ein bisschen mehr brauche. Ich probiere es erst mit einer Portion. Ich mache so kleine Plätzchen eigentlich. So. Ja, das lasse ich jetzt mal dabei. Und dann hole ich euch wieder dazu, wenn ich es umdrehe. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich auch meinen Dunstabzug eingeschaltet. Ich hoffe, es stört nicht sehr, weil natürlich wird es dran. Oh, die schauen aber nett aus. Ui, hat die nett. Ich freue mich schon. Schauen wirklich sehr lecker aus. Das wären so kleine Plätzchen. Ja. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Lasst jetzt ein bisschen vor sich her purzeln. Wir machen jetzt gleich einen zweiten rein, weil die Konsistenz, habe ich gesehen, ist sehr gut. Ich mache die noch ein bisschen kleiner, weil dann lassen sie sich natürlich besser umdrehen. Man muss natürlich immer genügend Öl in der Pfanne haben. Das ist wichtig, weil sonst die natürlich nicht gescheit wären. Lasse ich jetzt vor sich hin brutzeln und dann hole ich euch nachher dazu, wenn ich den Geschmackstest mache. Bis gleich. So, ihr Lieben. Also, so schauen die jetzt aus. Ich finde, dass die sehr gut ausschauen. Ich muss bloß meine Kamera ein bisschen drehen, dass ich euch auch sehen kann. Und dass ihr mich sehen könnt. Jetzt probiere ich es natürlich. In der Pfanne sind jetzt nur die restlichen drin. Es steht da 10 bis 12. So viel wären es eigentlich nicht. Außer man macht die wirklich winzig klein. Ich habe das ein bisschen mit Puderzucker bestäubt. Man kann es auch mit Sahne oder mit Ahornsirup servieren, aber ich mag es so. Mmh. Mmh, die zergehen ja richtig auf der Zunge. Oh, lecker. Mmh. Mann, sind die lecker. Macht es nach. Das Rezept stelle ich euch unten in die Unfallbox rein. Spitze, so als Happen zwischendurch, satt wird man wahrscheinlich nicht davon, aber die zergehen richtig auf der Zunge, die sind zart. Wahnsinn. So, das war's von mir für heute. Bei einem schnellen Video zu einem leckeren Nachspeise oder auch als kleines Zwischengericht. Dann, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns bald wieder zu einem neuen Video. Bis dann. Tschüss.